Und weiter geht's mit den vier Streckensätzen. Vier, ja, warum vier? Das werden wir am Schluss sehen. Dann ist es eigentlich ziemlich leicht zum Verstehen. Vorerst kann man da nichts mit anfangen. Voraussetzung, dass wir überhaupt von vier Streckensätzen reden dürfen, sind zwei sich schneidende Geraden. Die werden von zwei parallelen Geraden geschnitten. Ich habe jetzt also zwei sich schneidende Geraden. Das sind die hier. Und die werden von zwei parallelen Geraden geschnitten. Jetzt wird der mathematische Fuchs natürlich sofort erkennen, hier, das sind gar keine Geraden, das sind Halbgeraden. Stimmt tatsächlich, aber der linke Teil, den brauche ich für den Vierstreckensatz nicht. Tatsächlich reicht es mir, wenn ich es hier aufhöre. Es geht einfach nur zwei Geraden, die sich schneiden und dann wiederum von zwei parallelen Geraden erneut geschnitten werden. Was hat das jetzt mit unserem Thema Ähnlichkeit und zentrische Streckung zu tun? Der geschulte Blick möchte es vielleicht erkennen, das ist nichts anderes wie eine zentrische Streckung. Ich habe hier mein Zentrum Z, ich habe hier meine Gerade, die wird durch zentrische Streckung abgebildet, also verlängert, vergrößert, parallel verschoben, hier rüber. Und dadurch habe ich natürlich auch ein Dreieck, das zentrisch gestreckt wird. Nämlich zum Beispiel dieses hier. Dieses Dreieck, wenn hier weiter gestreckt oder zentrisch gestreckt werden soll, erhalte ich damit. Also kann ich das beliebig oft hin und her machen. Ja? Diese zwei Dreiecke müssen also zueinander ähnlich sein, weil sie ja durch zentrische Streckung aufeinander abgebildet worden sind. Das heißt doch, dass die zwei zueinander ähnlich sind und dass ich Aussagen über die Streckenlängen machen kann. Denn wir wissen, dass in den Dreiecken die Seiten zueinander verhältnistreu sind, also dass quasi im Quotienten die gleich sein müssen oder zumindest bestimmte. Ich habe jetzt einfach mal diese Schnittpunkte, die wir haben, mit Punkten versehen, dass wir einfach neue Strecken bekommen. Hier habe ich jetzt zum Beispiel die Strecke ZD und die Strecke ZC. Die setze ich ins Verhältnis. ZD und ZC. Das mache ich zufällig. Später werden wir es dann nur noch dann machen, wenn wir bestimmte Aufgaben haben. Und jetzt befinden wir uns doch in dem großen Dreieck. Das heißt, ich muss jetzt, wenn ich was Verhältnisgleiches finden will, genau dieselbe Strecke finden, die im kleinen Dreieck gilt. Und das ist doch ZB und ZA. Hier. Das hier sind die beiden Strecken im kleinen Dreieck. Und die müssen ähnlich oder verhältnistreu sein zu den Strecken im großen Dreieck. Ja, weil die Dreiecke sind ja zueinander ähnlich. Also gilt ZD zu ZC gleich ZB zu ZA. Das zu dem wie das zu dem. Aber gibt natürlich noch deutlich viel mehr Möglichkeiten. Zum Beispiel nehme ich einfach die Strecke ZA und ZB, weil die jetzt gerade mir am besten passt. So, das ist also quasi das kleine Dreieck und jetzt muss ich das Ganze im großen Dreieck suchen. Auch recht leicht, denn ZA, die dazu passende Strecke im großen Dreieck, ist ZC, die Verlängerung. Und die zu passende Seite von BA ist die Seite CD. Ja? Deswegen muss diese rosanen Strecken passen zu diesen orangen Strecken sein, also ZC zu ZD. Wieder eine Möglichkeit, wie ich ein Verhältnis aufsetzen kann. Und man merkt jetzt schon auch, warum es vier Streckensätze heißt, weil das Ganze immer um vier Strecken geht. Ich setze quasi vier Strecken ins Verhältnis. Das habe ich jetzt nicht mehr gezeichnet. Die Strecke AB zu BZ. Ja, ist völlig egal. Ich kann auch AB nehmen und BZ. Oder ZB, wie ich es auch nennen will. Das ist im kleinen Dreieck. Die passende Seite zu AB im großen Dreieck wäre CD oder DC. Und die passende Seite zu BZ im großen Dreieck wäre DZ. Ja? Also kann ich auch hier diesen Vierstreckensatz aufstellen. Da gibt es wirklich sehr viele Möglichkeiten, wie ich das jetzt zueinander ins Verhältnis setzen kann. Wichtig ist halt später, manchmal sind Strecken gegeben und dann wieder keine. Also wenn ich zum Beispiel ZA, ZB gegeben habe und die Strecke ZC, dann kann ich damit CD berechnen. Denn ich bringe das in eine Bruchgleichung und dann wird das Ganze ausmultipliziert. Was auch möglich ist, dass diese parallelen Geraden auf der anderen Seite liegen, also dass ich quasi eine negative zentrische Streckung habe. Dann gilt genau das Gleiche. Wieder ZD zu ZC verhält sich, jetzt muss ich eben aufpassen, dass ich es andersrum mache, weil ja die zentrische Streckung sich auf den Kopf dreht, ZB zu ZA. Hier habe ich also quasi dieses Dreieck und dieses Dreieck, das ähnlich zueinander ist und jetzt muss ich halt nur aufpassen, dass es sich eben dreht. ZA, diese Seite, verhält sich zu ZB wie ZC zu ZD. Das heißt, völlig egal, ob diese parallelen Geraden auf einer Seite von diesem Schnittpunkt liegen oder eben getrennt, es gelten tatsächlich die gleichen Sätze. Was nicht gilt, ist das hier, BD zu ZB. Warum? Weil die Strecke BD keine
Seite in irgendeinem dieser Dreiecke ist, sondern das ist einfach eine Strecke, die jetzt hier zufällig auch noch entsteht. Aber wenn ich vier Streckensätze anwenden will, dann muss ich das in den zwei ähnlichen Dreiecken machen. Also kann ich ZB verwenden, ZA und so weiter. Ich kann Strecken verwenden, die in diesen Dreiecken vorkommen. Die Strecke BD, die kommt nicht mit vor. Ich könnte dann höchstens BD plus BZ verwenden. Aber BD als Strecke allein darf ich nicht ins Verhältnis setzen. Also geht nicht. BD ist keine Strecke in einem der beiden Dreiecke. Also nochmal zur Wiederholung. So kann es ausschauen, wenn das beides rechts von unserem Schnittpunkt ist und so, wenn eine Gerade links vom Schnittpunkt ist. Das hier unten sind alles Beispiele. Es lässt sich unzählig fortsetzen.